wieder ein neues Set für euch. Und dieses Mal etwas, was wir noch überhaupt nicht hatten. Und zwar ist das Playmobil Heidi. Wir haben uns deshalb für das Set entschieden, weil es um die Schule geht. Und Schule spielen, das mögen unsere Kinder momentan sehr gern. Deswegen wollten wir einfach mal ein anderes Set ausprobieren, würde ich einfach mal sagen. Gut, es schaut sehr interessant aus. Es ist so alte Schule. Wieso nicht? Probieren wir es doch aus. Dann würde ich sagen, auspacken und anschauen, was da drinnen so alles vorhanden ist. Okay, das ist die Schule mit der Schulbank. So, gut. Dann mache ich hier mal die große Verpackung als erstes auf. Da kommt schon das meiste von der Schule zum Fächern. Und Kleinigkeiten tun wir gleich mal zur Seite. Okay. Dann das nächste, also die nächste Verpackung beinhaltet die Figuren. Und noch ein paar Kleinigkeiten. So. Man muss wirklich aufpassen, weil da auch ganz winzige Sachen wie eben die Stifte und so dabei sind. Dann ist die Anleitung noch dabei. Und stehen kurz ein paar Kleinigkeiten. Okay. So. Alles, was man fürs Lernen braucht. Gut. Dann schnappe ich mir gleich mal die Anleitung. Und wir bauen erstmal die Tafel auf. Und zwar brauchen wir das große Gestell hier. Und das ist hier die Tafel. Einfach. Man kann selber entscheiden, unten, Mitte oder oben, wo man es rein möchte. Ich nehme einfach mal die goldene Mitte. So, kann ich nicht viel verkehrt machen. Dann stelle ich die Tafel mal gleich hier ab. Mit zu der Tafel gehört ein Schwamm und ein Stift, dass man schön darauf schreiben kann. An den Seiten haben wir hier so einen kleinen Kübel, den wir befestigen können. Und noch so ein Klemmbrett, sage ich jetzt einfach mal. So. Das gehört hier an die Seite. Da kann man zum Beispiel den Schwamm drauf tun. So. Und hier drüben tun wir einfach mal... Okay, das steht fast nicht an. Hätte sein können. Gut, also, da steht schon mal die Tafel. Was haben wir noch? Und zwar haben wir hier so eine kleine Leinwand und da sind Aufkleber, die kann man dann gleich draufkleben auf die Leinwand. Man kann es nicht verkehrt machen. Beide Seiten sind ziemlich gleich. Okay. Dann brauchen wir die Vorrichtung und die befindet sich hier und das Gestell. Also man kann es dann hier reinstecken und dann hängt man das Ganze einfach da so hin. Gut, dann haben wir das zweite schon fertig. Hier sind die Tische von den Kindern. Das stelle ich jetzt einfach mal hier so dazu. So, zwei Stück sind es. Hier unten kann man die Schultaschen hin tun. So, die muss man auch erst zusammenbauen. So. Okay, richtig rum zusammenbauen, dann kann man es nämlich auch aufmachen. Und zum Beispiel ein Buch hineintun. Hier sind jetzt keine kleinen Bücher dabei, aber bei manchen anderen Sets sind kleine Bücher dabei und die kann man dann schön mit reintun. Okay, ansonsten tue ich die Schultasche jetzt einfach mal hier dazu. Dann baue ich noch die andere mit auf. So. Und man merkt schon an den Farben, dass es halt dieses altmodische ist. Dieses dunkelbraune, aber doch sehr, sehr schön.
Gut, wir sitzen nicht auf Stühlen, wir sitzen auf Bänken. Finde ich auch klasse. Wir haben hier Bücher. Sehr schön, dass da was mit reingeschrieben ist. Sind zwei die gleichen, weil wir lernen ja dasselbe natürlich. Dann zum Schreiben haben wir hier so Holzstifte. So. Dann finden wir hier unsere Schüler vor. Und zwar haben wir hier einmal diesen Jungen mit Hut. Gut, dann setze ich den einen mal hier hin, beziehungsweise ich stelle ihn hin, weil dann seht ihr ihn besser. So. Okay, und dann haben wir hier noch den zweiten Jungen, den stelle ich extra hier dazu. Was noch mit dabei ist, ist eine Tasche, einfach nur hier zusammentun. So, die lege ich jetzt einfach mal hier dazu. Dann haben wir unsere Heidi. Mitte und den Herrn Lehrer. Und er hält hier eine Liste oder Hausaufgaben oder Unterrichtsstoff, wie auch immer. So. Okay. Und in der anderen Hand hat er seinen Zeigestab, dass er Ihnen zeigen kann, was er gerne von Ihnen möchte. So, dann stelle ich mal dahinter. Okay, was noch fehlt, ist so eine Vitrine, wo unterschiedliche Sachen drinnen sind. Und zwar kommt oben drauf so ein Glas drüber. Aber davor tun wir noch ein paar Sachen hinein. Wie zum Beispiel hier ist ein Schmetterling in einem so Fossil, würde ich jetzt sagen. Und was haben wir noch? Schöne Sachen. Hier ist ein so eine Krete, also so Knochen vom Fisch wahrscheinlich. Die tun wir hier rein. Dann haben wir hier ein wie so ein Kristall und Schnecken. Die Heidi hält eine Schnecke und ich tue jetzt eine Schnecke einfach mal hier hinein. Und diese kleine den kleinen Stern, Muschel, was auch immer, tue ich hier mit dazu, genauso wie diese Feder. Und dann machen wir das Ganze zu. Dann haben wir hier diese Vitrine, von der man noch einiges lernen kann. Und die anderen Sachen tun wir einfach hier unten drunter noch mit rein. Haben sie wahrscheinlich irgendwo gesammelt und da kann man daraus lernen. Was wir noch dabei haben, ist ein Zirkel, ziemlich großer Zirkel. Tun wir jetzt einfach hier am Tisch. Und ein richtig großes Lineal. So, dann noch zwei weitere Stifte und das war's. Und das ist dann unsere kleine Heidi-Schule, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich finde es schön, dass man so an so Details gedacht hat. Die Vitrine zum Beispiel mit den Extras hätte nicht sein müssen, aber ich finde es schön, dass sie es mit reingenommen haben. Wichtig ist natürlich Tafel, Tische und Stühle bzw. Bänke. Das finde ich toll, weil früher war es einfach so. Und dann eben noch die Leinwand, genug Figuren, dass mehrere Kinder damit spielen können. Also ich finde doch für so ein kleines Schulset ist es doch ganz nett geworden. Also es gefällt mir. Ich denke, man kann da doch schöne Geschichten damit spielen. Und vor allem für alle Heidi-Fans, glaube ich, ist es doch ganz was Tolles. Gut, das war es dann zu diesem Set. Ich hoffe, es gefällt euch. Zumindest seht ihr, was alles mit enthalten ist. Und vielleicht spielt ja der eine oder andere mal damit. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit und wir hören uns beim nächsten Mal.